So tell me what you love with me. Leute, ich habe mal eine kleine Sache zu erzählen über Eriks. Kennt wahrscheinlich jeder. Oder auch die Deutsche Bahn, egal was für eine Bahngesellschaft. Darüber muss man sich einfach mal auskotzen. Ich hoffe, ihr seid derselben Meinung. Es gibt so viele Stories. Ich habe so viele Stories zu erzählen. Das kann ich jetzt gar nicht machen. Ein Vorfall, ich war bei Luca. Es war an einem Sonntag. Es war am 20. November. Das weiß ich halt alles noch genau, weil ich da einen Brief an Eriks geschickt habe. Wir sind nach Goslar gefahren. Also er musste arbeiten am Weihnachtsmarkt und ich bin dann nach Hause gefahren, wollte ich mit dem Zug. Wollte um 13.47 Uhr mit dem Zug fahren, der ist nicht gefahren. Der Bahnzugbegleiter hat alle aus dem Zug geschmissen, meinte, alle sollen sich ein Taxi nehmen. Eriks übernimmt die Kosten. Dachte ich mir, okay, alles gut. Der nächste Zug wäre übrigens erst nach 3 Stunden, glaube ich, erst wieder gefahren ungefähr. Ich habe mir ein Taxi genommen, habe 80 Euro bezahlt insgesamt. Hab die Quittung zu Eriks geschickt und die haben mir dann halt einfach eine Absage gegeben. Meinten, dass sie das nicht bezahlen können, weil ich auch einfach drei Stunden hätte warten können auf den nächsten Zug. Dann meinte ich halt, habe ich da angerufen, meinte halt so, ja, der Zugbegleiter meinte zu mir, ich soll mir ein Taxi nehmen, Eriks übernimmt die Kosten und die meinten, nee, das kann gar nicht sein, also ja, 80 Euro halt einfach weg, ne. Nächste Sache, den einen Morgen. Als ich zur Arbeit wollte, um 6.40 Uhr fahre ich immer morgens mit dem Zug. Der Zug ist einfach nicht gekommen. Da stand dran, 30 bis 40 Minuten Verspätung. Und ich stand halt da eine ganze Stunde, bis der nächste Zug um 7.40 Uhr kam. Also, nächste Sache, Eriks, danke dafür. Stand ich erstmal eine ganze Stunde in der Kälte da. Das war letzte Woche jetzt irgendwann. Dann nächste Sache, ich fahre jeden Morgen mit einem Kumpel aus Schladen, Eriks, zur Schule. Wir kommen echt jeden Morgen, sagen wir mal, mindestens zwischen 10 bis 30 Minuten immer zu spät. Weil Eriks einfach jeden Tag Verspätung hat. Jeden scheiß Tag. Und unser Lehrer hat schon gesagt, das geht so nicht, wir müssen früher fahren, aber dann wären wir halt morgens eine halbe Stunde, Stunde früher in der Schule. Deswegen ist das ein bisschen scheiße, aber das ist die nächste Sache. Eriks ist jeden Morgen einfach von der Strecke nach Goslar, von Goslar nach Braunschweig einfach zu spät. Noch eine Sache heute. Luca war in Goslar schon, hat auf mich gewartet. Ich war arbeiten in Fienburg, wollte dann mit dem Zug von Fienburg nach Goslar fahren um 14.43 Uhr. Der Zug ist bis nach Fienburg gekommen, aber ist dann einfach nicht weitergefahren. Da mussten auch alle Passagiere den Zug verlassen und Eriks hat halt einfach den Zug nicht weiterfahren lassen. Da musste ich da auch 25 Minuten warten, bis der nächste gefahren ist. Und da auch dann standen wir 10 bis 15 Minuten auf den Schienen, standen einfach da, haben nichts gemacht. Wir hätten noch fast unseren Bus verpasst, Luca und ich, den Anschlussbus in Goslar nach Limburg dann. Und das fuckt einfach alles mega ab. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so eine Situation hattet. Alle haben ja immer gesagt, Deutsche Bahn ist so mega schlimm. Ich finde Deutsche Bahn auch schlimm, aber Eriks ist noch schlimmer. Und dann sind die Farben von Eriks einfach blau-gelb. Ja, ich wollte einfach nochmal etwas erzählen über Eriks, über ein paar Erfahrungen, die ich da hatte. Ja, ich wollte eigentlich nur ein bisschen erzählen über Eriks. Ich weiß nicht, falls ihr auch mal so eine Sache hattet, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Auch zur Arbeit ist es halt auch manchmal so, dass er einfach morgens zu spät ist. Das kommt halt mindestens alle 3 Tage vor, dass dann da steht, sorry, der Zug hat 10 bis 15 Minuten Verspätung, denke ich mir auch, Junge.